Herzlich willkommen. Wir sind heute im Jumphaus Bremen. Das eröffnet am Freitag, den 21. September in der Waterfront. Das ist der größte Trampolinpark in Deutschland und wir haben heute die Chance, vorab schon mal ein paar Attraktionen zu testen und nehmen euch einfach mal mit. So, wir ziehen schon mal ein kleines Zwischenfazit. Ich war im Basketball-Trampolin, habe versucht zu danken. Das sah wohl eher ein bisschen kümmerlich aus. Macht trotzdem Spaß, genauso wie mit diesem Foam-Becken, wo man in den Schaumstoff springt. Da ist das Anstrengendste allerdings, wieder rauszuklettern. Ja, aber es macht absolut Spaß. Ist auch anstrengender als gedacht. Also man kommt gut ins Schwitzen dabei. Eine Stunde muss man da erstmal durchhalten. Jetzt gehen wir nochmal in die Ninja-Box. Das ist quasi die Königsdisziplin. Das ist die größte Box in Deutschland dieser Art. Ja, diesen Ninja Warrior Wettkämpfen nachempfunden und ich werde mich da mal versuchen, ein bisschen durchzuhangeln. Wir sind durch die Ninja-Box. Fazit, das ist wirklich anstrengend, also sogar noch anstrengender als ich gedacht hätte, macht aber auch sehr großen Spaß. Ja, man muss sich so ein bisschen ausprobieren, viele Hindernisse sind ganz gut mit Schwung zu bewältigen, Kraft braucht man natürlich auch. Allerdings, was so ein bisschen negativ zu Buche schlägt, sind die Eintrittspreise. 14,90 Euro für eine Stunde, 21 Euro für anderthalb Stunden, sind nicht ganz ohne, aber eine Stunde kann man hier auch nicht durchspringen. Also von uns gibt es ein positives Fazit.